Wir sind beim Kapitel 31, die letzte Schau, Absatz 2, Abschnitt 2 mit Christus gehen. Und da im Absatz 9. Vergib deinem Bruder sämtliche Erscheinungen, die nur uralte Lektionen sind, die du dich selbst über die Sündenhaftigkeit in dir gelehrt hast. Alles, was du da draußen siehst, sämtliche Erscheinungen, sind nur uralte Lektionen über dich selbst, über deine Sündenhaftigkeit, die du dir selber gelehrt hast. Also alles, was wir draußen an Erscheinungen sehen, haben wir uns selber gelehrt. Alles, was wir da sehen. Alle Erscheinungen in allen Menschen, alles, was Leute tun oder sagen, sind alles Lektionen, die ich mir irgendwann mal selber beigebracht habe. Und worum es hier eigentlich einfach nur geht, ist jetzt hier die Lektion, die ich mir selber beigebracht habe, diese uralten Lektionen, die sozusagen zu verlernen. Die alten Lektionen des Egos zu verlernen und die neuen Lektionen des Heiligen Geistes zu lernen. Mehr ist es eigentlich nicht. Und da wir dafür ganz viel Wiederholung brauchen, steht hier ganz viel in dem dicken Buch. Reinhard Lee hat mal gesagt, man kann den Kurs irgendwie auf 12 Seiten oder so reduzieren, dann steht immer noch das Wesentliche drin. Aber ich finde Wiederholungen auch sehr schön. Höre nur seinen Ruf nach Barmherzigkeit und nach Befreiung von all den furchterregenden Bildern, die er darüber, was er ist und was du sein musst, hegt. Höre nur seinen Ruf. Ist auch immer wieder dieses Klein und Groß geschrieben, ne, wo man so ein bisschen unterscheiden kann, was das jetzt für eine Ebene ist. Und hier ist, höre nur seinen Ruf, ist klein geschrieben. Also wirklich den Ruf deines Bruders ist dann hier gemeint. Ne? Höre den Ruf deines Bruders nach Barmherzigkeit und nach Befreiung. Von all den furchterregenden Bildern, die er darüber, was er ist und was du sein musst, hegt. Also alle Brüder, wenn da irgendwelche furchterregenden Bilder sind, die die Brüder denken, die ich denke, dass das einfach alles nur ein Ruf nach Barmherzigkeit ist, nach Befreiung ist, ist ja auch immer wieder dieses, ne, es gibt nur zwei Sachen, die einem sozusagen begegnen können in der Welt. Entweder ist es Liebe oder es ist der Ruf nach Liebe. Und der Ruf nach Liebe kann eben auch verschiedene Ausdrücke haben, sozusagen. Ruf nach Barmherzigkeit, Ruf nach Befreiung, ist alles der Ruf nach Liebe, Ruf nach Angstfreiheit. Von all den furchterregenden Bildern, die er darüber, was er ist und was du sein musst, hegt. Also das, was ich ja in dem Bruder sehe, ist ja im Prinzip auch das, was ich in mir sehe. Er fürchtet sich, mit dir zu gehen und denkt, ein wenig hinter oder vor dir wäre wohl sicherer als Platz für ihn. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber immer ist es bei mir jedenfalls auch oft so, dass wenn man sich fürchtet, irgendwie ebenbürtig zu sein, dass man dann schnell in die Überhöhung oder in die Kleinheit geht. Immer dieses Hoch-Runter, Hoch-Runter und wirklich diese Ebenbürtigkeit zu erfahren, das sind dann immer die schönsten Momente, wirklich zu merken, ja, der Bruder ist komplett ebenbürtig, ich brauche keine Angst zu haben, ich brauche mich nicht zu erhöhen. Erhöhung ist ja auch nur Angst. Alles, was nicht Ebenbürtigkeit ist, was nicht Liebe ist, ist Angst. Er fürchtet sich, mit dir zu gehen und denkt, ein wenig hinter oder vor dir wäre wohl sicherer als Platz für ihn. Dass man sich da einfach sicherer fühlt, oft noch im Ego als im Heiligen Geist. Sicherer in der Überhöhung oder in der Kleinheit als in der Ebenbürtigkeit. Kannst du denn einen Fortschritt machen, wenn du dasselbe denkst und nur vorangehst,
wenn er einen Schritt zurückgeht und dann zurückfällst, wenn er vorausgehen möchte. Also immer wieder diese Ebenbürtigkeit zu umgehen sozusagen. Ne? Wenn man merkt, okay, der andere kommt vielleicht einen Schritt vor, dann gehe ich lieber wieder zurück, dann bin ich wieder nicht ebenbürtig. Und dem irgendwie immer auszuweichen, sind dann die Strategien des Egos, um eben halt nicht in die Liebe zu kommen. Und dass man halt keinen Fortschritt machen kann, wenn man sozusagen dasselbe denkt, wenn man auch in Überhöhung denkt, in Kleinheit denkt. Also immer wieder sich zu erinnern, okay, wir sind alle ebenbürtig, egal was der Bruder da draußen gerade macht oder egal was ich mache oder was ich denke. Wir sind komplett ebenbürtig in Gott. Denn so vergisst du ja das Ziel der Reise, das nur darin besteht, dich zu entscheiden, mit ihm zu gehen, sodass keine anführt oder nachfolgt. Das ist unsere einzige Aufgabe, uns zu entscheiden. Und diese Entscheidung steht halt in ganz vielen verschiedenen Formen im Prinzip im Kurs, wozwischen man sich entscheiden kann. Im Endeffekt ist es immer nur eine Entscheidung zwischen Liebe und Angst. Hier ist es jetzt die Entscheidung, anzuführen oder nicht anzuführen und nachzufolgen, sondern eben wirklich im gleichmäßigen Schritt mitzugehen. Denn so vergisst du ja das Ziel der Reise, das nur darin besteht, sich dich zu entscheiden, mit ihm zu gehen, sodass keiner anführt oder nachfolgt. Also wirklich Hand in Hand sozusagen mit dem Bruder zu gehen, ohne vorher oder nachher. Genau, wir sind jetzt auf Seite 653. So ist es ein Weg, den ihr gemeinsam geht, nicht allein. Hier ist auch wieder dieses Ihr kleingeschrieben. Das war jetzt kurz vor der Session nochmal die Frage mit dem Wir, weil jetzt gerade die neuen Wiederholungslektionen sind. Ne? Und da war auch das kleine Wir. Und so wie ich das verstehe, ist halt wirklich, wenn alles, was groß geschrieben ist, ist im Prinzip im Heiligen Geist, die Ebene des Heiligen Geistes. Und alles, was kleingeschrieben ist, ist noch sozusagen die Ebene unseres gespaltenen Geistes, wo wir den Bruder noch brauchen, um dann in die höhere Ebene zu kommen. Und hier ist es halt auch so, ne? So ist es ein Weg, den ihr, kleingeschrieben, gemeinsam geht, nicht allein. Also wir gemeinsam mit Jesus, unserem Bruder, der uns sozusagen auch ebenbürtig ist. Und es gibt zwar auch dieses Bild der Leiter, dass man dann auch verschiedene Stufen sozusagen hat, aber diesen Weg, dass man den schon trotzdem gemeinsam und ebenbürtig geht. Und mit dieser Wahl ändert sich das Lernergebnis. Denn Christus würde für euch beide wiedergeboren. Mit dieser Wahl ändert sich das Lernergebnis. Das heißt, wir lernen dann nicht mehr mit dem Ego, sondern wir lernen dann mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist unser Führer und Jesus kann uns an die Hand nehmen und den Weg mit uns gehen. Ein Augenblick ohne deine alten Ideen hinsichtlich dessen, wer dein großer Gefährte ist und worum er bitten sollte, wird genügen, damit das geschieht. Das geschieht ist wieder einfach nur diese Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung zu treffen, bin ich in der Liebe, bin ich in der Angst? Will ich vorher gehen oder will ich ebenbürtig mitgehen? Und damit das geschieht, braucht man nur einen Augenblick ohne meine alten Ideen, wie das vorher ja auch schon stand. Ohne die uralten Lektionen, die ich über mich gelernt habe, über die Sündenhaftigkeit, die mich das Ego gelernt hat, ohne diese alten Ideen genügt es, damit ich mich entscheiden kann. Ein Augenblick ohne deine alten Ideen hinsichtlich dessen, wer dein großer Gefährte ist und worum er bitten sollte, wird genügen, damit das geschieht.
Und du wirst wahrnehmen, dass sein Sinn und Zweck derselbe wie der deine ist. Im Endeffekt haben wir also mit jedem Bruder, den wir sehen, den wir nicht sehen, alle, die auf der Welt sind, haben wir sozusagen dasselbe Ziel, denselben Sinn und Zweck, einfach uns zu erinnern. Uns zu erinnern, wer wir sind und abzulegen, zu verlernen, was wir nicht sind. Uns zu erinnern, dass wir kein Körper sind, sondern uns zu erinnern, dass wir einfach nur Geist sind, dass wir sündenlos sind, dass wir unschuldig sind. Und das dann gerade in den Situationen anzuwenden, die als herausfordernd im Leben sich so zeigen. Da sich wirklich immer tiefer zu erinnern, immer schneller zu erinnern, okay, es ist einfach alles Angst, was mir da im Prinzip entgegentritt, wenn irgendwelche Herausforderungen sind, dass irgendwelche Ängste, die ich selber habe, die andere Leute haben. Und da dann einfach in die Stille zu gehen und für sich zu wissen, immer tiefer in die Gewissheit sozusagen zu kommen. Alles, was ich hier sehe, ist Liebe. Ich kann in jedem Liebe sehen. Und das ist dann auch so ein schöner Prozess zu sehen, wenn sich so die Wahrnehmungen ändern, auch in Leuten oder auch in mir selber, wo man dachte vor einiger Zeit, ja, das geht gar nicht. Und auf einmal geht dann doch irgendwas. Das ist total schön, ja, diese Wahrnehmungsänderung wahrzunehmen. Ein Wunder ist ja auch eine Änderung im Geist, eine Änderung der Wahrnehmung von der Angst zur Liebe. Das einfach immer schneller wahrzunehmen, immer häufiger wahrzunehmen, in anderen wahrzunehmen, auch wenn sie es selber vielleicht noch gar nicht sehen, dass sich da was ändert, das ist sehr schön. Er bittet um das, was du willst und brauchst dasselbe wie auch du. Also er wieder klein geschrieben, ne? Er, dein Bruder, bittet um das, was du willst. Und braucht dasselbe wie auch du. Das Einzige, was wir brauchen, ist sozusagen, uns in jedem Moment für die Liebe zu entscheiden. Uns im Leben, jedem Moment für die Unschuld des Bruders zu entscheiden. Uns in jedem Moment für die Sündenlosigkeit des Bruders zu entscheiden. Vielleicht nimmt es in ihm eine andere Form an. Doch ist es nicht die Form, auf die du Antwort gibst. Genau, also es können ja Herausforderungen, können ja in allen möglichen Formen auftreten, die man so im Leben hat. Und die einzige Antwort ist einfach nur Liebe. Ich weiß noch, wo meine Kinder noch im Hort waren, da war auch meine Mutter, die hatte auch, es gibt ja diese T-Shirts, ne? Liebe ist die Antwort. Das ist das Einzige, was man braucht. Liebe ist die Antwort. Und sich der Herausforderung jeden Tag zu stellen, dass Liebe die Antwort ist. Und das auch zu leben, einfach für das in jedem Moment, egal wie groß die Herausforderung zu sein scheint, Liebe die Antwort ist. Er bittet und du empfängst. Denn du bist nur mit einem Ziel gekommen, zu lernen, dass du deinen Bruder mit der Liebe eines Bruders liebst. Genau, das einzige Ziel ist zu lernen, dass du deinen Bruder mit der Liebe eines Bruders liebst. Das ist echt schön. Einfach diese Idee, dass ich wirklich jeden lieben kann, ne? Absolut jeden. Jeder ist mein Bruder und jeden kann ich lernen, mit der Liebe eines Bruders zu lieben. Und als Bruder muss ein Vater derselbe sein wie deiner. So wie er in Wahrheit ist wie du. Das ist ja auch wieder der Vergleich dann mit unserer weltlichen Ebene, einfach mit Geschwister und Vater, ne, dass wir sozusagen einfach von der Vorstellung her, vom Konzept her,
solange wir noch Konzepte brauchen, benutzen wir die einfach. Und das merkt ihr vielleicht sicherlich auch selber bei euch. Jedenfalls bei mir ist das so, dass ich merke, dass sich manche Konzepte haben sich dann erledigt, dann kommen wieder andere. Und jedes Konzept, was hilfreich ist, ist dann erstmal gut für einen selber. Und dann dürfen die sich halt auch ändern. Also ich denke mal, das Einzige, was man vielleicht dann schon vermeiden sollte, sich an einem Konzept festzuklammern, ne? Dass man sagt, so, das muss jetzt für alle Ewigkeit so sein, sondern solange wir hier sind in dieser Welt, kleingeschrieben, ändert sich alles, darf sich alles ändern, verändert sich alles. Ist nichts ewig sozusagen. Das ist ja auch das Merkmal vom Ego, dass alles veränderlich ist. Und das Einzige, was unveränderlich ist, ist die Liebe. Und wenn du deinen Bruder mit der Liebe eines Bruders liebst, ja, mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht. Und den Vater sozusagen, wir alle zusammen den Vater mit der Liebe eines Vaters lieben. Und den Vater als Vater anerkennen. Zusammen wird euer gemeinsames Erbe erinnert und von euch beiden angenommen. Und das gemeinsame Erbe ist auch wieder sozusagen die Liebe, die wir sind. Die Liebe, die Unschuld. Alleine wird es euch beiden verweigert. Solange wir denken, dass wir alleine sind, dass wir getrennt sind, ja, passt halt sozusagen nicht. Also wir sind sozusagen, wir sind ein Geist und auch das Konzept des Bruders ist ja im Prinzip auch nur ein Konzept. Ne? Im Endeffekt sind wir komplett ein Geist. Und diese Zersplitterung in die verschiedenen Brüder ist ja sozusagen auch nur ein Konzept, um sich das jetzt hier einfach alles ein bisschen besser vorzustellen, damit man überhaupt erstmal eine Idee kriegt, was dann einfach hilfreich ist, um dem Himmel im Prinzip immer näher zu kommen und dann irgendwann auch in Teilen zu erfahren, dass wir wirklich alle eins sind. Die Einheit zu erfahren, dass ich jeden Bruder mit der Liebe eines Bruders lieben kann. Und dass das unser gemeinsames Ziel ist, unser gemeinsames Lernziel. Ist es nicht klar? Judith, darf ich fragen? Ja, klar. Ich merke so, dass dieser Satz in allein wird es euch beiden verweigert, das habe ich früher wie so eine Drohung empfunden. Und jetzt im ganzen Zusammenhang wird es mir bewusst, wie wichtig halt der Bruder ist. Das wollte ich einfach mal laut äußern, weil das ist immer wichtig, dass ich mich damit auch traue, mich zu zeigen und nicht nur das Stille zu denken und mich vielleicht für meinen Gedanken zu schämen. Ja, super, danke schön, Maria. Genau, ja. Ja, kann man so interpretieren, ne? Weil dieses verweigert, ne? Verweigerung, weil das so ein negativ besetztes Wort ist, sage ich mal, ne? Es wird dir was verweigert. Du darfst das nicht machen. Ne? Ja. Und von Jesus Seite aus eine Verweigerung. Hallo, Ballo, das habe ich wirklich als Drohung empfunden gehabt. Ja, ja. Ist es nicht klar, dass du, solange du noch beharrst, auf Führen oder Folgen alleine zu gehen glaubst, mit niemandem an deiner Seite? Dass man also in der Idee, wenn man sozusagen halt nicht in der Ebenbürtigkeit ist, sondern, also auch bei mir ist es vom Gefühl her auch, ne, wenn ich merke, okay, ich bin nicht mehr ebenbürtig, ich bin irgendwie in Hochmut oder in Kleinheit, dann ist man sofort alleine. Dann hat man nicht, dann ist die Verbindung einfach weg. Ne? Die Verbindung ist weg und man fühlt sich alleine. Allein zu gehen, glaubst mit niemandem an deiner Seite. Und erst wenn man dann wieder sagt, okay, ich will die Ebenbürtigkeit, ich will die Liebe zu meinem Bruder spüren, ich will die Liebe von meinem Bruder spüren, ist ja immer dieses Geliebt,
lieben und geliebt werden auch, ne? Mal beide Seiten sozusagen zuzulassen und zu erfahren, dass ich dann auch wirklich merke, da ist jemand, mit dem ich dann an der Seite gehen kann. Das ist der Weg nach nirgendwo. Denn das Licht kann nicht gegeben werden, solange du alleine wandelst. Und daher kannst du nicht sehen, welchen Weg du gehst. Also solange ich nicht in der Ebenbürtigkeit bin, sondern in der Kleinheit oder im Hochmut, ist das immer der Weg nach nirgendwo. Da komme ich nirgendwo an als im Ego, wo ich dann eh schon bin und mich dann immer im Kreis drehe. Immer im Zickzack hoch, runter und immer die Mitte verpasse. Und da immer wieder für sich selber zu gucken, okay, welche Möglichkeit gibt es für mich, einfach in diese Mitte zu kommen. Für mich ist so das Einfachste, wirklich dieses Stillsein einfach in die, sich einfach ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Tief durchzuatmen und zu sagen, okay, ich komme erstmal hier und jetzt an, ich komme bei mir an und komme damit dann auch für mich jedenfalls in der Ebenbürtigkeit und im Bruder an. Ihn dann wieder so zu sehen, wie er ist, auch dann kann ich ihn auch erst im Licht sehen, wie das hier steht. Halt, ne? Denn das Licht kann nicht gegeben werden, solange du alleine wandelst. Und daher kannst du nicht sehen, welchen Weg du gehst. Also ich sehe dann gar nicht, wo ich sozusagen bin. Dann bin ich total verwirrt, total in der Verwirrtheit. Mein Geist ist dann total verwirrt, wenn ich in Angst bin oder in Überhöhung bin. Erst wenn ich wieder in der Liebe bin, ist das Licht da und dann sehe ich auch den Weg, wo ich lang gehen muss. Ach ja, genau, da kommt ja die Verwirrung. Und also herrscht Verwirrung und ein Gefühl endlosen Zweifelns, während du alleine und im Dunkeln vor- und rückwärts taumelst. Genau, also hin und her, zickzack, wie betrunken. Betrunken vom Ego. Verwirrung und endlosen Zweifelns. Ja, und immer wieder in diese Gewissheit zu kommen, ist total, total schön für mich. Immer wieder zu wissen, okay, ich bin das alles nicht. Ich bin die komplette Liebe. Ich kann jede Minute meinen Bruder so lieben, mit der Liebe eines Bruders. Und wenn mir das gerade nicht möglich ist, ist das meine hundertprozentige Verantwortung. Ich glaube, das war jetzt nämlich, ich glaube, beim Orga-Meeting hatten wir das auch, ne, bei Ostern, mit der hundertprozentigen Verantwortung. Das ist echt, der Engpass ist auf meiner Seite. Wenn da irgendwie da draußen irgendwas ist, was mir nicht gefällt, dann ist das im Zweifelsfall meine Projektion. Oder ich muss bei mir gucken, okay, warum ist das da jetzt gerade? Was soll da noch, muss noch in Vergebung gegeben werden, damit sich das erlösen darf? Und die Zweifel einfach immer weniger werden. Und das ist auch einfach nur mal für mich die Erfahrung in Situationen, wenn die sich dann auflösen und der Zweifel dann einfach wieder weg ist und ich weiß, okay, ja, ich brauche da draußen nur zu lieben. Warum habe ich das gerade nicht geschafft, weiß ich nicht. Aber es einfach immer wieder immer tiefer die Gewissheit zu haben, da draußen alle lieben zu können und alle lieben zu dürfen. Das sind so viele Konditionierungen immer noch so im Geist. Und die alle aufzugeben und auch mir zu erlauben, die aufzugeben, das ist für mich immer, mir hilft das immer seit Jahren, so diese Erlaubenssätze. Ich weiß nicht, ob ihr es gibt ja dieses Maria Magdalena Channeling. Sie spricht auch immer sehr viel von Erlauben. Und dass ich mir das erstmal erlaube, weil so viele Verbote von diesen ganzen uralten Lektionen, die wir ganz am Anfang hatten, die ich sozusagen mal irgendwo gelernt habe von irgendjemandem oder mitgebracht habe aus früheren Leben oder was es alles für Konzepte gibt. Um mir zu erlauben, ja, ich darf einfach nur lieben. Ich darf jeden lieben. Ich darf jeden lieben wie einen Bruder, egal was er gemacht hat. Egal, wie blöd er sich vielleicht gerade verhält oder dass er irgendwas macht, was mir nicht passt oder was anderen nicht passt. Aber ich darf jeden Bruder so lieben. Und ich darf alles vergeben, was er oder ich getan habe. Und mir vor allen Dingen. Ich darf mir alles vergeben.
Doch dies sind nur Erscheinungen dessen, was die Reise ist und wie sie unternommen werden muss. Denn einer, jetzt einer groß geschrieben, denn einer ist an deiner Seite, der, auch groß geschrieben, das Licht vor dir hält, sodass jeder Schritt in Gewissheit und Sicherheit hinsichtlich des Weges getan wird. Und wie gesagt, wenn das groß geschrieben ist, ist das auf alle Fälle der Heilige Geist und Jesus auch. Also ich sehe es Jesus in so einer Doppelrolle, ne? Einmal sozusagen in unserer Welt als Bruder, aber eben dann auch in der geistigen Welt in der Dreieinigkeit dann als mit groß geschrieben. Denn einer ist an deiner Seite, der das Licht vor dir hält, sodass jeder Schritt in Gewissheit und Sicherheit hinsichtlich des Weges getan wird. Also wenn du ein Licht hast, wenn du den Weg siehst, wenn man sich das auch so bildlich vorstellt, dann weiß man, wo der Weg ist. Ne? Dann braucht man nicht hin und her zu gucken in der Dunkelheit und sich zu verirren, weil man nicht weiß, wo es lang geht, sondern wenn das Licht da ist, was Jesus vor uns herträgt, was der Heilige Geist vor uns herträgt, dass wir dann jeden Schritt in Gewissheit gehen können, weil wir dann halt sozusagen sehen, wo wir lang gehen können. Und wenn wir jeden Moment versuchen, die Liebe in der Liebe zu bleiben, in die Liebe zu gehen, dann wissen wir auch immer, wo es lang geht. Also immer innezuhalten, wenn das Licht irgendwie weg ist, innezuhalten, still zu werden und die Liebe und das Licht wieder zu sehen. Heute war ja auch die Lektion Wunder werden im Licht gesehen. Auch Wunder, auch für Wunder braucht man sozusagen das Licht, um sie dann zu sehen. Wunder ist auch nur ein Geisteswandel, wofür dann auch Licht und Liebe notwendig ist. Eine Augenbinde kann deine Sicht für wahr verschleiern, doch kann sie nicht den Weg selbst dunkel werden lassen. Und er, der mit dir reist, hat das Licht. Das ist auch so ein bisschen so ein Vergleich wie auch mit der Sonne und dem, und den Wolken im Prinzip. Ne? Das Licht ist immer da, nur manchmal sind halt die Wolken davor. Und hier ist auch das Licht immer da. Nur eine Augenbinde kann deine Sicht verschleiern. Aber man kann die einfach abnehmen. Wenn ich Augenbinde höre, dann denke ich immer an Topfschlag. An Kinder, wenn Kinder Topfschlagen, ne? Dann wird erst eine Augenbinde drum gemacht. Dann wird die Person ein paar Mal im Kreis gedreht, sodass sie wirklich komplett verwirrt ist. Dass sie nicht mehr weiß, wo ist die Richtung. Dann wird der Topf versteckt und dann muss man auf die Suche gehen. So, dann irrt man so lange im Dunkeln umher, bis man den Topf irgendwann gefunden hat. Die Kinder sagen dann ja heiß und kalt und so. Und wenn man die Augenbinde abnehmen würde, dann würde man den sofort sehen. Und je länger man im Dunkeln ist, ja, umso verwirrter kann man vielleicht auch werden. Aber es kommen ja ein paar Hinweise. Man kriegt ein bisschen hell und man kriegt kalt und heiß. In welche Richtung man gehen soll, kann man vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit so Inspiration im Geist, dass man auch sozusagen vom Heiligen Geist, auch wenn man die Augenbinde auf hat, wenn man eigentlich nichts sieht, dass dann so Inspirationen kommen, so da ist es heiß, da ist es kalt, geh in die Richtung oder geh in die andere Richtung, kann man sich das vielleicht auch so ein bisschen vorstellen als Idee, kommt mir gerade. Und ja, da immer mehr sozusagen auf die Stimme schon mal zu hören und sich davon führen lassen, einfach zurückzutreten. Ich will zurücktreten und dir die Führung überlassen, auch wenn ich noch die Augenbinde auf habe. Oder auch Angst habe, die Augenbinde abzunehmen. Sich dann so erstmal sanft führen zu lassen, ist auch schon mal ein guter Weg in die richtige Richtung, um den Topf zu finden und den Schatz darunter. Genau, wenn ich den Schatz gefunden habe, so ist es ja beim Topfschlagen, dann kann ich die Augenbinde abnehmen und mir den Schatz nochmal in Ruhe angucken.
Genau, eine Augenbinde kann deine Sicht für wahr verschleiern. Doch kann sie nicht den Weg selbst dunkel werden lassen. Der Weg ist immer hell. Das ist dann immer auch diese Gewissheit, die immer tiefer wird, dass man weiß, okay, der Weg ist hell. Ich kann nur gerade nicht sehen. Und sich dann in dem Moment nicht dafür zu verurteilen, wenn man den Weg nicht sieht, sondern sagen, okay, ich weiß, er ist da und ich werde ihn wiederfinden. Und im Zweifelsfall einen Bruder zu fragen, wo ist das Licht? Zeig es mir bitte. Und es dadurch wiederzufinden. Oder jeder hat da sicherlich seine eigenen Ideen und Methoden, sage ich mal, die sich aber auch in jedem Moment ändern dürfen. Ne? Auch da ist es, denke ich, wichtig, nicht an Methoden kleben zu bleiben, die vielleicht mal geholfen haben, wenn sie dann nicht mehr helfen, dann wieder zu verzweifeln, sondern einfach sich zu öffnen und sagen, okay, was ist jetzt gerade dran? Wie kann ich die Liebe wieder erreichen? Wie kann ich das Licht im anderen wieder sehen, auch wenn der gerade irgendwas ganz Blödes gemacht hat oder sich überhaupt nicht so verhält, wie ich das will? Und trotzdem zu sagen, ja, die Liebe ist trotzdem da, die ist irgendwo darunter, ist sie trotzdem. Wenn ich die Augenbinde abnehme, ist das Licht da, ist die Liebe da. Diese Gewissheit einfach zu haben, dass nichts passieren kann, dass egal, was da draußen gerade passiert, egal, was für Stürme da kommen, das ist ja dieses Auge des Hurrikans, ne? Da ist es ganz still im Auge des Hurrikans. Da in diesem Frieden und in der Ruhe verweilen zu können, egal wie die Welt sich draußen gerade zeigt. Und das immer mehr zu erleben und immer mehr in diese Erfahrung zu kommen, dass ich still sein kann, obwohl, ne, so diese Stille von einem Marktplatz, wenn man auf so einen Marktplatz geht und da wirklich den Frieden und die Stille erlebt und sich nicht in das ganze Pobabo mit reinziehen zu lassen. Das sind total schöne Momente. Der Frieden ist keine kleine Gabe. Da einfach in den Frieden zu kommen. Und dass es geht, auch erstmal diese Idee, dass es überhaupt funktionieren kann. Ne? Das auch bei anderen zu sehen oder zu hören, ja, es geht. Ne? Im Kurs steht es drin, andere Leute haben es erfahren, also muss es irgendwie gehen. Also kann es erstmal überhaupt erfahren werden. Ne? Man muss ja erstmal die Idee haben, was überhaupt geht. Wenn man die gar nicht hat, dann ist es ja, dann ist er halt erstmal gar nicht da. Aber erstmal auf diese Idee überhaupt zu kommen, ja, es funktioniert, es kann funktionieren und dann immer mehr auch den Heiligen Geist zu bitten, okay, ich möchte immer mehr von diesen Momenten der Erfahrung haben, ich möchte immer tiefer in die Gewissheit kommen. Das ist für mich ein total schöner Prozess, der sich immer mehr zeigt. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen zurück, weil davor, die fand ich auch sehr schön, hatte ich mir jetzt nochmal ein paar Sachen unterstrichen aus den Absätzen davor, aus dem Abschnitt 2 mit diesem Stillwerden, das ist sei still und horche. Denk keine uralten Gedanken. Das ist auch nochmal mit den uralten Lektionen, uralten Gedanken. Die einfach wirklich wegzulegen. Ich darf alle Konditionierungen, die ich jemals habe oder denke zu haben, die darf ich alle weglegen. Ich darf alle Konditionierungen weglegen und darf still sein und horchen. Ich darf auf die Stimme des Heiligen Geistes horchen. Ich darf auf meine Inspiration horchen, auf meine Kreativität horchen, auf meine Liebe horchen. Ich darf auf die Liebe der anderen horchen, auf die Inspiration der anderen. Oder manchmal sind ja auch einfach irgendwelche Schilder, die irgendwo sind. Ne? Oder im Lied kommt gerade irgendein Radio, im Radio kommt irgendein Lied, was gerade total passt. Das sind dann ja manchmal echt so Momente, dann, ah ja, stimmt, da erinnerst du mich dran. So war das ja. Und ich kann mich in jedem Moment, kann ich mich an den Heiligen Geist erinnern lassen. An jedem Moment kann ich mich an die Liebe erinnern lassen, die ich bin und die anderen sind.
erinnern lassen, dass wir alle ebenbürtig sind. Dass wir alle denselben Vater haben. Dass wir alle dieselbe Quelle haben. Auch dieser Vergleich dann, ne? Einmal ist ja dieser Vergleich mit der Sonne, dass wir sozusagen Sonnenstrahlen sind. Dann dieser Vergleich mit dem Ozean, dass wir alle eigentlich einzelne Wellen des Ozeans sind und in der Tiefe eins sind. Das sind dann für mich so Bilder, wo man das dann so gut die Assoziation hat und sich das so ein bisschen auch besser vorstellen kann, für mich jedenfalls im Geist, dass es nochmal ein bisschen tiefer einfach sinken darf mit solchen weltlichen Bildern, sage ich mal. Die helfen mir dann auch immer sehr. Absatz 8 ist dann auch wieder, sei einen Augenblick ganz still. Komm ohne jegliche Gedanken dessen, was du je zuvor gelernt hast. Und lege alle Bilder, die du machtest, weg. Ja, immer wieder dasselbe, einfach nur in anderen Worten. Wiederholung der Wiederholungen. Ich bin jetzt immer noch auf Seite 653 und eben das mit dem sei still und horche ist Absatz 7 und jetzt war ich bei Absatz 8. Das Alte wird wegfallen und vor dem Neuen ohne Widerstand und ohne Absicht deinerseits. Das auch nur dieses ohne Absicht, dieses Absichtslose, ohne irgendwas zu wollen, dieses Wollen wegzulegen, das ist auch bei mir ziemlich häufig. Okay, ich vergebe mir mein Wollen. Ich vergebe mir mein Wollen, ich vergebe mir mein Wollen. Weil ich weiß halt einfach nicht, was gut ist. Ne? Ich weiß nicht, was zu meinem Besten ist. Ich kann mir vielleicht irgendwas vorstellen, was für mich gut ist oder was für die Leute hier in meinem Umfeld vielleicht gut wäre, aber ich weiß es einfach nicht. Und ich kann dieses Wollen in jedem Augenblick nur weglegen und dann wird es auch gleich sofort leichter. Wenn ich mir mein Wollen vergebe, ich vergebe mir mein Wollen und einfach ohne Absicht, ich gucke, was kommt und das, was dann kommt, wird schon richtig sein. Und oft ist es ja dann auch so, dass ich dann erst im Nachhinein, vielleicht auch sogar erst Jahre später herausstelle, ah ja, das war doch richtig, so wie es damals passiert ist. Ne? Ich weiß es jetzt einfach nicht, ich weiß es nicht. Na, meine Kinder sind jetzt 16 und 20 und ich habe keine Ahnung, dass, was jetzt gerade so abgeht, wofür das gut ist. Ich werde sehen. Also, mal sehen, wie es in 5 Jahren aussieht. Ich bin echt gespannt, wenn man dann so zurückguckt. Wie es dann, wozu es alles gut sein sollte. Ne? Ohne Widerstand. Ja. Das Alte wird wegfallen vor dem Neuen ohne Widerstand. Das ist immer halt diese Unsicherheit. Ne? Und ich kann persönlich jedenfalls Unsicherheit nicht sehr gut aushalten. So, das immer wieder zu üben, also einfach abzugeben. Ich bin sicher in Gott, ich brauche in der Welt keine Sicherheit. Ich versuche es immer noch irgendwo zu finden, aber im Endeffekt weiß ich oder die Gewissheit wird immer tiefer. Ich kann hier keine Sicherheit finden. Ich kann in der Welt keine Sicherheit finden. Ich kann in Beziehungen keine Sicherheit finden. Ich kann im Materiellen keine Sicherheit finden. Das kann alles komplett von einem Moment auf den nächsten kann das ja weg sein. Ne? Und wir wissen es nicht. Warum auch immer, jemand hat einen Fahrradunfall und er ist weg. Und das kann alles hier in der Welt gibt keine Sicherheit. Nur die Sicherheit, dass ich das alles nicht bin, ist die Sicherheit für mich. Zu wissen, ja, ich bin nicht der Körper. Ich habe hier im Moment immer noch meine Herausforderungen, die einfach dafür da sind, damit ich noch tiefer vergebe, einfach was alles, was auftaucht. Genau, ich erlaube mir zu vertrauen, ich erlaube meinen Inspirationen zu vertrauen und einfach, dass der Weg, der mir gezeigt wird, der richtige ist. Und auch immer mehr einfach zu horchen, ne? Sei still und horche. Und sich für die Liebe zu entscheiden. Wenn man irgendwie unsicher ist, dann zu gucken, okay, was würde die Liebe machen? Ist, glaube ich, auch irgendwo mal so ein Art Sprichwort. Was würde die Liebe tun? Nichts wird dich an diesem heiligen Ort verletzen, an den du kommst, um Schweigen zuzuhören und die Wahrheit über das zu lernen, was du wirklich willst. Genau, was ist mein wahrer Wille? Was will ich wirklich?
Das Einzige, was ich wirklich will, ist, alle gleichermaßen zu lieben. Alle gleichermaßen in Unschuld zu sehen. Das ist der Wille Gottes, der Wille des Heiligen Geistes. Nicht mehr als das zu lernen, wird von dir verlangt. Judith, schon wieder habe ich mein Mikro an. Ja. Und das heißt auch, mich selbst auch zu lieben. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern wenn ich aus diesem früheren religiösen Verständnis als Protestantin erzogen wurde, oh, du musst die anderen lieben, ne? Liebe die anderen und an mich selbst. Das hat mich jetzt erst Jesus und der Kurs gelehrt, dass ich mich auch selbst lieben darf. Und dann kann ich wirklich in der Fülle geben. Ja. Auf alle Fälle, genau. Jetzt kam gerade ein Schauer durch meinen Körper. Das sind dann für mich immer so Zeichen, so, ne, dass da totale Berührung dann einfach stattfindet. Ja. So Gänsehaut kriege. Ja, dass da die Wahrheit ausgesprochen wird. So für mich sind das immer so Zeichen. Entweder Gänsehaut oder es wird heiß. Das sind so diese körperlichen Anzeichen. Ja. Ja, genau, es hat absolut nichts mit Egoismus zu tun. Wenn jeder sich um sich selbst wirklich gut kümmern würde, dann würde es viel mehr weniger Probleme geben. Aber es ist ja, denke ich, dass auch einige sich ja lieber um andere kümmern, um eben auch nicht zu sich selber zu kommen. Das ist einfach auch so ein Ablenkungsmechanismus. Und der dann natürlich dadurch gespeist wird, dass man sagt, ah ja, das heißt ja immer hier, ne, liebe den anderen, kümmere dich um die anderen und so. Und da muss ich mich nicht um mich selber kümmern und gucken, was ist bei mir wirklich noch im Argen. Ne? Na, versuchen die anderen zu heilen, obwohl ich selber da noch viele Probleme habe, die ich dann aber auch noch nicht sehe. Ne? Und dann erstmal jetzt auch durch den Kurs zu wissen, okay, alles, was ich da draußen sehe, auch den Leuten, denen ich dann vielleicht vermeintlich helfe, dass das eigentlich meine Probleme sind. Ne? Ich glaube, das kommt dann auch im nächsten Abschnitt, ist das so ein bisschen, die Selbstankläger. Erstmal zu gucken, okay, was will mir das da draußen zeigen? Alles, was ich sehe an Problemen, an Verhaltensweisen, die ich vielleicht nicht gut finde. Ist das eine Verhaltensweise, die ich mir nicht erlaube? Ja. Wenn da jemand wütend ist und ich mich darüber aufrege, dass er wütend ist, gut, ja. Weil ich vielleicht selber das nicht zulassen kann oder eben gelernt habe, man ist nicht wütend, man darf nicht wütend sein. Ne? Und erstmal auch diese Emotionen für sich anzunehmen und ja, ich darf wütend sein. Ich muss sie jetzt nicht ausleben, aber erstmal mir das nicht zu verbieten, weil das ist ja auch wieder, ne? Einfach nur das Sein da sein zu lassen, einfach die Wut da sein zu lassen, ohne sie zu bewerten. Einfach zu sagen, okay, ja, da ist jetzt Wut, da ist jetzt irgendwelcher Ärger, Groll, zusammengefasst ist das dann ja alles unter Groll zu fassen, was da so an Augenzwinkern hochkommt, so ein bisschen schief gucken oder sowas. Ne? Das sind dann die kleinen Sachen. Und das erstmal zu bemerken, uns dann eben nicht zu verurteilen, das ist für mich erstmal ein Weg, der in die Liebe führt, immer mehr in die Liebe einfach führt. Ne? Ja, genau. Ich habe jetzt gerade Regina gelesen, dass da auch der Partner gestorben ist. Und das kann einem einfach total den Boden unter den Füßen wegziehen. Ne? Also da ist man auch traurig. Das ist ganz klar, wenn jemand stirbt, den man geliebt hat, dass man dann erstmal traurig ist. Und trotzdem kann man dann wieder gucken, okay, meine Sicherheit ist da nicht. Auch nicht in einem neuen Menschen, ne? Dann zu sagen, okay, dann gucke ich ganz schnell, dass ich jemanden anders finde und versuche da wieder meine Sicherheit, das ist es einfach nicht. Und dann solche Momente einfach auch zu nutzen und zu sagen, okay, die Sicherheit liegt in Gott. Es wäre vielleicht schön, wenn ich nochmal vielleicht irgendjemanden, einen neuen Partner habe, aber meine Sicherheit liegt da drin nicht. Genau. Das dann einfach als Geschenk anzunehmen, alles als Geschenke anzunehmen, was kommt. Und davor im Abschnitt 6 ist auch nochmal,
dann lass uns warten und einen Augenblick, lass uns warten einen Augenblick und stille sein. Wobei wir alles das vergessen, was wir zu hören glaubten und uns daran erinnern, wie sehr wir nicht erkennen. Auch wieder genau dasselbe, still sein und alles, was wir zu hören glaubten, alle uralten Lektionen, alle uralten Gedanken, die zu vergessen. Unsere uralten Gedanken, unsere Konditionen zu verlernen. Ich stoppe jetzt mal das Recording und dann können wir ja noch mal einen Augenblick still sein alle und horchen.